Es ist Freitag, der 23.02. Es ist Factorio-Zeit und es ist 13 Uhr. Und heute geht's um Trash to Treasure. Willkommen zurück zu den Friday Facts 399 vom Müll zum Schatz. Und ei, was geht denn da unten ab? Gewitter. Ach du meine Güte, ja. Wir befinden uns wieder auf Fulgore. Na, der Planet, den wir letztes Mal kennengelernt haben. Und das sieht doch schon mal sehr, sehr wüst aus. Also, es wird lustig, glaube ich, auf diesem Planeten. Definitiv. Gewitter. Jede Nacht bringt auf Fulgora ein gewaltiges Gewittersturm. Blitze treffen je nach Material und Höhe zufällig auf Dinge. Wenn sie mitten im Nirgendwo herumlaufen, müssen sie damit rechnen, ein paar Mal geschockt zu werden. Es kann dich töten und deine Sachen zerstören. Also suche Schutz, wenn es dunkel wird. Das heißt, wir haben hier also quasi ein Phänomen, das wir tagsüber bauen können. Und nachts die Gefahr besteht eines Gewitters. Also quasi das zweite Mal, dass nachts was passiert. Das erste, was in Vanille ja schon ist, klar, die Solardinger fallen aus und man ist auf Akkumulatoren angewiesen, was Strom angeht. Was natürlich nicht wichtig ist, wenn man Uran benutzt oder so ein Kram. Aber gerade in meiner aktuellen Stream-Reihe, ne, da benutzen wir ja sehr, sehr viel Solar zum Beispiel. Von dem her, sehr interessant auf jeden Fall und ich bin gespannt, was es da noch für Optionen gibt. Weil Schutz suchen? Mal gucken. Zu Demonstrationszwecken wurden Schaden und Frequenzen erhöht. Okay, also ist das hier quasi etwas übertrieben. Wahrscheinlich macht es deutlich weniger Schaden. Aber es sieht halt auch schon ziemlich krass aus. Auch diese Lichteffekte, auch das, dass es dunkel wird und sowas. Sehr, sehr cool. Ruinen bieten erste sichere Bereiche. Einige der großen Bauwerke sind nicht nur aufgrund ihrer Größe und ihres Metallgehalts anfälliger für Treffer, sondern es gibt auch einige uralte außerirdische Blitzattraktoren, die überall verstreut sind und Schutz in einem modernen Radius bieten. Das ist das quasi, was wir am Anfang vom letzten Video gesehen haben, wo er das abgerissen hat. Ich sehe es aber gerade nicht, oder? Warte. Doch, hier, da. Diese Dinger hier. Die hier. Können quasi Schutz bieten. Ich denke mal auch, dass das der Radius ist. Und es ist ein sehr, sehr kleiner Radius, muss ich dazu sagen. Das ist ein gewaltig kleiner Radius. Die Bereiche mit garantiertem Schutz wird Sian hervorgehoben, wenn sie mit den Strukturen interagieren. Okay. Einige ihrer eigenen Strukturen, wie zum Beispiel Schienen, können einen Blitzanschlag standhalten. Die meisten Strukturen erleiden jedoch großen Schaden, wenn sie getroffen werden. Wenn sie ein paar eigene Strukturen abreißen müssen, ist es keine schlechte Idee, dies in einer Nähe dieser alten Attraktoren zu tun. Das finde ich gut, dass Schienen davon nicht betroffen sind. Das würde es nämlich unheimlich viel kompliziert machen, aber das haben sie ja auch schon bei den Aliens gemacht, dass die eigentlich auch keine Schienen angreifen, weil sonst müsstet ihr ja theoretisch an jedem Punkt, wo ihr Schienen habt, ja auch Türme stationieren ohne Ende. Und so müsstet ihr das ja mit diesen Dingern ja auch machen, falls man die bauen kann in irgendeiner Weise, man weiß es noch nicht. Lightning-Sammlung. Okay, also Blitz sammeln. Oh, guck mal, das sieht jetzt nicht außerirdisch aus. Kurz nach ihrer Ankunft auf Fulgora werden sie herausfinden, wie sie ihre eigenen Blitzableiter herstellen können. Diese schützen einen etwas kleineren Bereich als die außerirdischen, aber sie können sie an der gewünschten Stelle platzieren. Besser noch, Blitzableiter können einen Teil der Energie jedes Einschlags einfangen und ihrem Stromnetz einspeisen. Um die gesamte Energie zu speichern, benötigen sie jedoch eine solide Anzahl von Akkumulatoren. Genau das, was ich vorgeschlagen hatte, also ich glaube, dass ich es vorgeschlagen hatte, das finde ich eine sehr gute Idee, dass wir das nutzen können. Weil das ist schon geil, wenn du dann nachts quasi kein Solar mehr hast. Die Akkus werden schwächer. Zack, kommt ein Blitz, Akkus wieder voll. Es ist etwas wirklich Befriedigendes, wenn der Himmel versucht, dich zu töten, aber dann drehst du ihn um und nutzt ihn aus. Lightning hat sich einfach von einer Bedrohung zu einer Ressource entwickelt, genau. Sobald sie das Wissenschaftspaket des Planeten hergestellt haben, können sie Blitzsammler freischalten. Als Weiterentwicklung des einfachen Blitzableiters schützen diese Kollektoren einen viel größeren Bereich und wandeln viel mehr Energie jedes Blitzes in nutzbaren Strom um. Ja, stimmt, der ist ein bisschen kleiner und der ist ja so ein bisschen fetter, sag ich mal. Okay, also gibt es dann zwei Stufen. Es mag nicht offensichtlich erscheinen, aber die Reichweite ist ein doppelter Vorteil. Sie können nicht nur eine größere Fläche mit weniger Kollektoren schützen, sondern wenn sie sich am Rande eines Plateaus befinden, können sie auch weiter vom Plateau entfernt Blitze erreichen und Blitze einfangen, die mit einem kleineren Sammelbereich nicht erreichbar wären. Dies ist besonders wichtig für sehr kleine Plateaus, wie sie weiter unten sehen werden. Inseln der Stabilität. Also hier haben wir quasi jetzt eine große Karte mit den großen Plateaus. Wir haben sehr viele weiße Punkte. Mal gucken. Die Hochebenen von Fulgora sind wie Inseln. Sie sind von absinkenden Ölsanden umgeben, die wie Treibsand für Bauwerke wirken. Wir können darüber herlaufen,
Aber die einzigen Dinge, die sie auf den sinkenden Sand bauen können, sind erhöhte Schienenstützen und Offshore-Pumpen. Blitze werden auf der Grundlage der Blitze gesammelt, die auf natürliche Weise in diesen Gebieten einschlagen würden, was bedeutet, dass jede Insel bei vollständiger Abdeckung eine maximale Energiesammelrate aufweist. Inseln sind in der Regel durch einen Abstand voneinander getrennt, der größer ist als grundlegende große Strommasten, sodass in den meisten Fällen jede Insel über ein eigenes Stromnetz verfügt. Oha, okay. Also das heißt, wir können auch keine Strommasten setzen, weil, wie es hier schon heißt, wir dürfen nur Schienenstützen und Offshore-Pumpen hier außerhalb bauen. Das ist eine völlig neue Herausforderung, wie man Basen baut, weil man im Endeffekt viele, viele kleine Basen baut und jede kleine Basis für sich ja, wie schon beschrieben, ein eigenes Stromnetz braucht. Und ich denke, auch mit Solar kommst du hier nicht weit, weil du es frisst zu viel Platz. Also du bist quasi wirklich davon abhängig, eigentlich viele Akkus zu setzen. Vielleicht ein, zwei Solarpanels, damit überhaupt mal Strom da ist, aber dann halt über Blitze irgendwie. Krass, okay. Es gibt verschiedene Arten von Inseln. Die größte Insel verfügt über ausgedehnte Wüsten und natürlicheres Gelände. Es gibt mehr Platz zum Bauen und mehr Fläche zum Sammeln von Energie, aber keine Ressourcen. Mittlere Inseln sind normalerweise Städte und verfügen über eine Mischung aus Raum und Ressourcen, die jedoch nicht so reichhaltig sind. Diese Inseln sind jedoch ein guter Ausgangspunkt, da sie über ein ausgewogenes Verhältnis von Platz, Ressourcen und altem Schutz vor Blitzen verfügt, weil wir ja da Städte haben mit den alten Blitzableitern. Die kleinen Inseln haben eine besondere Bedeutung, sie sind immer durch einen Wassergraben isoliert, die Ressourcen sind hier weitaus umfangreicher, aber der Mangel an Gebäudeflächen bedeutet, dass sie wahrscheinlich eine externe Verarbeitung erfordert werden. Das Ergebnis ist, dass sie in der Regel motiviert sind, ein Zugnetz aufzubauen, das sie mit Hilfe erhöhter Schienen über viele Inseln erstrecken. Genau das will ich doch. Ich würde niemals mehrere Inseln Ressourcen abbauen und da Schmelzen aufbauen. Nein, nein, nein. Sowas brauche ich nicht. Ich brauche Züge. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Oh, schaut euch mal das an. Schaut euch das mal an. Man kann hier, glaube ich, auch gut erkennen, dass hier schon die Brücken verwendet werden anhand dieser interessanten... Ich glaube, das sind Rampen, würde ich mal meinen, oder? Dass das die Rampen sind, die so ein bisschen größer dargestellt werden. Oh, ich freue mich so unheimlich, wenn ich diese Rampen verwenden darf. Man sieht es auch hier, das sind alles Kopfbahnhöfe. Eins zum Reinfahren und eins Rampe hoch zum Rausfahren. Beziehungsweise hat man hier die Rampe dann hoch. Oh, Traum. Sehr lange Züge übrigens, interessant. Und sehr, sehr viele Bahnhöfe, auch sehr interessant. Und doch mehr Platz, also... Okay, manche Inseln scheinen doch größer zu sein wie gedacht. Ist vielleicht hier auch nicht ganz so ersichtlich, weil man nicht weiß, wie weit das rausgezoomt ist. Aber gut, ja klar, wenn man sich das Ding hier anguckt. Okay. Aber ich... Da kann ich keinen Strommasten zwischen den beiden hier. Würde mich wundern, aber gut, ich habe es geschrieben. Also, mal gucken. Screenshot einer Fulgora-Fabrik im späten Spiel. Dies gilt für eine ältere Kartengeneration, zeigt aber eine gute Verbindung von Inseln mit Zügen. Zu Beginn sind Inseloasen für mehrstufige Zugüberquerungen, aber sehr spät im Spiel schalten sie die Möglichkeit frei, den ölhaltigen Ozean zu deponieren. Da es sich um ein späteres Spiel handelt, können sie auch Strukturen wie Eisenbahnen, Rampen und Strommasten entdecken, die mitten im Öl platziert sind. Ja, drum. Weil vorhin hieß es, das geht noch nicht. Die ersten Eindrücke. Die bisher beschriebenen Dinge funktionieren recht gut und wurden seit dem ersten Entwurf nicht mechanisch verändert. Aber der Rest hatte keine so einfache Schöpfungsgeschichte. Als ich im Jahre 2022 das historische erste Durchspielen der Planeteninhalte durchgeführte, war alles anders. Ich habe Fulgora als dritten Planeten besucht. Zu dieser Zeit war es ein unberührter Wüstenplanet. Das einzig Besondere daran waren die Blitze, die Inseln, ein neues Erz, welches auch immer das sein mag, und ein paar neue Rezepte. Jede Insel verfügt über eine neue Ressource und Wasser existierte nur auf bestimmten Inseln in Form von Wasserquellen wie Öl. Aber der gesamte Ressourcenabbau, die Verarbeitung und die üblichen Zwischenprodukte waren die gleiche wie auf Naubis. Und da es sich bereits um den dritten Planeten handelte, fühlte ich mich von der Wiederholung der gleichen Arbeiten in den alten Minen, beim Schmelzen, in der Kreislaufproduktion, bei der Ölraffinerie und so weiter erschöpft. Verständlich. Zu diesem Zeitpunkt begann ich der gesamten Erweiterung skeptisch gegenüberzustehen.
Man hatte den Eindruck, dass das Problem der Wiederholung pro Planet nicht wirklich lösbar sei und die ganze Idee der Erweiterung grundlegend kaputt sei. Kein guter Ort zum Leben. Dieses Problem der Wiederholung war im Grunde für alle Planeten relevant und schien daher schwer zu lösen. Aufgeben war einfach keine Option. Wir mussten versuchen, die Dinge Schritt für Schritt zu verbessern und auf das Beste zu hoffen. Da Fulgura eine Überarbeitung brauchte und ich verzweifelt war, war ich sehr offen für wilde Veränderungen. Die erste Idee war eine Nuklearoption und sie klang ungefähr so. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Entfernen Sie die Ressourcen und legen Sie einfach etwas Müll ab, den einige Außerirdische auf dem Planeten geworfen haben. Er könnte durch den Zusammenbau von Maschinen direkt in jede grundlegenden Ressourcen umgewandelt werden, so dass das Spiel verkürzt und die sich wiederholenden Teile entfernt würde. Dies wäre bereits eine Verbesserung, aber Arendal ging noch einen Schritt weiter und sorgte dafür, dass alles gut zusammenpasste. Dies war eine großartige Gelegenheit, den Recycler in das Spiel zu integrieren. Bis zu diesem Zeitpunkt war der Recycler meist nur eine Qualitätsressourcen-Recycling-Tool. Wenn die Ressourcen, die sie abbauen, jedoch aus hochwertigem Schrott besteht und der Recycler ihn einfach in einem festen Verhältnis in alle Arten von Zwischenprodukten umwandeln, könnte das Gameplay viel interessanter werden. Die Herausforderungen würden nicht darin bestehen, die Ressourcen zu beschaffen, sondern mit dem Fluss zufälliger, gemischter Produkte umzugehen, wie sie zu sortieren, mit dem Überschuss umzugehen und so weiter. Dies erwies sich als tragfähige Idee und führte uns Schritt für Schritt zum aktuellen Stand von der Planet. Also die Übersetzung ist manchmal echt grammatikalisch komisch. Von der Planet. Okay, das heißt, Ruinen sind unsere Ressourcen aktuell, Blitze sind unsere Energiesachen. Wir haben, wenn ich das richtig verstanden habe, auch Wasser mit Wellen und Öl, wenn ich es auch richtig verstanden habe. Ruinen und Ressourcen. Okay. Krass, ich baue also wirklich auf diesen Ruinen meine Ding drauf, okay? Factorio hat bestimmte Themen rund um den Einfluss des Ingenieurs auf die Welt. Für den Ingenieur kam es wirklich untypisch vor, Müll von einer Mülldeponie auf dem Planeten einzusammeln und effektiv aufzuräumen. Wenn das einzige Zeichen der Außerirdischen auf dem Planeten Müllhaufen sind, ist das weder aus der Geschichte noch aus visueller Sicht sehr interessant. Es macht viel mehr Spaß, wenn sie dort tatsächlich präsent sind. Wenn wir also offiziell technologische Außerirdische in die Überlieferung aufnehmen wollen, sollten wir es richtig machen. Und für Factorio bedeutet das, mit einem Bergbaubohrer eine archäologische Stätte zu durchbrechen. Ach so. Der Planet ist also keine Mülldeponie mehr, sondern eine Ruine, wenn auch stark verschmutzt. Die Bewohner sind weg, aber ihre Technologie bleibt. Die Hauptressource auf Fulgura ist Schrott. Also tatsächlich Schrott, okay? Es ist nicht nur Müll, sondern eine große verschmutzte Mischung aus zerstörten Maschinen, eingestürzter Architektur, Eis und Fels. Überreste einer alten Zivilisation. Diese konzeptionelle Änderung trägt auch sehr gut dazu bei, höherstufige Gegenstände in die Recyclermechanik einzuspeisen. Also wir sehen tatsächlich jetzt hier einfach nur, dass wir auf diesem Schrott, sag ich mal, unsere Erzförderer draufpacken. Und wir wahrscheinlich hier dieses Schrott ich nenne es jetzt mal Erz, hier bekommen, tatsächlich. Strom, wie man sieht, hier haben wir ein Umspannwerk, wir haben zwei Akkus und wir haben hier unten unseren Blitzding. Das wahrscheinlich dann hier uns den Strom liefert. Wir wissen natürlich nicht, wo das Kabel hingeht, ob da hinten vielleicht doch noch ein Solarpanel ist, das wissen wir nicht. Der Recycler wird durch Bergbauschrott freigeschalten und ist für die Industrie von Fulgura von entscheidender Bedeutung. Wenn sie Schrott recyceln, erhalten sie einige niedrigstufige Produkte wie Eis und Steine, aber auch einige hochstufige Produkte wie Verarbeitungseinheiten. Bestimmte Dinge wie Kupfer und Eisen bekommt man nicht direkt. Für dies müssen sie Dinge wie Verarbeitungseinheiten und deren Recyclingprodukte wiederholt recyceln, bis sie die benötigten Ressourcen erhalten. Oha, krass. Gut, man sieht es hier, es kommt hier Schrott rein. Wir bekommen hier am Ausgang, wir wissen ja, das ist das Coole an den Recyclern, die haben ja einfach einen Ausgang, die brauchen keinen Greifer. Es ist momentan unheimlich schwer herauszufinden, was hier rauskommt, aber es würde fast behaupten, dass hier sowas wie rote Schaltkreise, ich glaube Eis sind diese Blöcke, diese Dinger, es kommt Kupferdraht auf jeden Fall raus, Stein ist mit dabei. Und diese Einheiten, diese Steuerungseinheiten, krass. Und die werden halt jetzt wiederum hier wieder recycelt. Ah, warte mal. Ah, die Schaltkreise gehen hier unten wieder rein. Oh, das ist ein verrücktes Kreislaufsystem. Ja, hier kommt... Ah, wir sortieren hier unten. Hier sieht man auch gleich die neue Funktion unserer
unserer Greifer. Wir haben ja keine filternden Greifarme mehr, sondern wir haben, jeder Greifer kann filtern. Und das sieht man hier ganz gut, weil der sich jetzt hier die Eisenplatten und ich glaube auch die Kupferplatten raussortiert. Und ich revidiere jetzt nochmal. Wir kriegen hier Schrott. Aus dem Schrott kommt Stein, es kommt Eis und es kommt diese Einheiten. Wie sie es ja auch, die haben es ja auch beschrieben, die diese Steuereinheiten. Und diese wiederum werden weiterverarbeitet, gehen hier durch, gehen hier wieder zurück, weil die können ja auch noch andere Sachen. Also die Schaltkreise, die hier rauskommen, die können wir ja auch wieder verarbeiten. Und erst dann kriegen wir unser Kupfer und Eisen. Also deswegen auch dieses sehr interessante System. Finde ich eine coole Sache. Ich bin eh ein Fan. Ich fand immer cool, wenn man Mods hat mit Schrott und den Schrott dann wieder umwandeln musste, etc. So ähnlich ist es ja hier jetzt quasi auch. Außer, dass die Schmelzen wegfallen. Ich persönlich hätte es natürlich cooler gefunden, wenn ich aus dem Schrott quasi einzelne Schrottsachen bekomme, wie Kupferschrott, Eisenschrott. Und das Ganze müsste ich dann wieder schmelzen, würde dann auch wieder meine Platten bekommen. Aber dann wären wir wahrscheinlich auch wieder in der Bredouille. Ja gut, was ändert sich großartig? Ich habe die Erze durch Schrott getauscht und pack nur einen Zwischenschritt rein und habe dann wieder Erze. Von dem her, die Lösung hier ist auch eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache, finde ich. Ach sogar, guck mal, sogar Stahl ist hier mit dabei. Sehe ich gerade. Zahnräder sind auch mit dabei. Also es ist einiges, was hier so auf dem Band rumwuselt. Was hier so aus Schrott kommt. Ich frage mich nur, was aus Eis passiert. Was passiert mit dem Eis? Das ist schwer hier nachzuvollziehen. Weil es A schnell geht und ich die ganze Zeit, wenn wir jetzt den hier die ganze Zeit beobachten, passiert mit dem irgendwann mal was. Weil kein Greifer greift sich den, und ich weiß auch nicht, ab wann das Video sich wieder von vorne beginnt. Wissen wir ja nicht. Aber irgendwas muss ja mit dem Eis passieren. Scrap Recycling. So, jetzt hier sieht man's. Okay, wir bekommen die blauen und die roten Schaltkreise. Ah, wir bekommen sogar, ich habe den deutschen Begriff gerade nicht mehr. Dichtungsmaterial gedöns. Wir bekommen Fuel, okay. Stahl, wir bekommen sogar Concrete und Batterien. Eis, Stein. Oh, Holmium-Ohr. Okay. Dann noch ein bisschen Gier und Kupfer. Das ist ein ganz schön krasses Rezept, muss ich sagen. Also, da, Hut ab. Das Basteln auf Fulgura fühlt sich frisch und dennoch vertraut an, da sie nicht viele neue Gegenstände oder Rezepte lernen müssen. Im Wesentlichen ist der gesamte Handwerksbaum umgekehrt. Ja klar, weil ich ja von oben anfange. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, mit dem 12 Nebenprodukte-Rezept umzugehen. Insert-Filter, Split-Filter, Sortierung nach Robotern, Schaltungsnetzwerk, und hier können die neuen Zugunterbrechungen sehr praktisch sein. Der schnelle Zugriff auf hochrangige Komponenten bedeutet, dass die Rückkehr in den Weltraum nach der Landung auf Fulgura viel schneller erfolgen kann als auf anderen Planeten. Vielleicht müssen sie sogar einige der teuren Artikel mit zurückbringen. Stimmt, ich kann ja auch sagen, warum soll ich die Prozessoreinheiten hier weiter runter recyceln? Die will ich doch haben. Wer weiß. Flüssigkeiten. Wie Sie vielleicht bereits wissen, kann der Recycler nur Feststoffe ausstoßen. Wie bekommt man also bei Fulgura Flüssigkeiten zu sich? Das verschmutzte, sinkende Ödland zwischen den Inseln ist voller Öl. Wenn Sie eine Offshore-Pumpe in den sinkenden Sand einbauen, können Sie verwertbares Schweröl herauspumpen. Unendlich Schweröl ist glitschig, weil es die Ölverarbeitung im Grunde auf wenig Cracker reduziert. Dies geht mit den üblichen Rezepten, allerdings benötigt man dafür etwas Wasser. Der Planet hat keine Oberflächenwasser. Es ist viel zu kalt und trocken. Die einzige Wasserquelle auf dem Planeten ist das Eis. Ah! Das beim Abbau von Schrott entsteht. Das Eis kann in einer Chemiefabrik problemlos zu Wasser verschmolzen werden. Sie müssen jedoch entscheiden, wann und wo Sie es verwenden möchten. Eis zum Cracken und für die anderen Wasserrezepte zu benötigen, ist ziemlich cool, da Leichtöl und Erdöl immer noch knapp sind. Okay. Vor allem habe ich keine Kohle. Also, ich denke da jetzt an das Rezept. Ich kann ja mit Schweröl Kohle verflüssigen. Und würde ja dann das Problem mit Leichtöl leicht in den Griff bekommen. Wobei ich kann das Schweröl auch in Leichtöl machen. Ah ja, also es geht so oder so. Ich habe das Gefühl manchmal, dass Erdöl immer weniger wichtig ist, weil ich halt aus Schweröl ja eh alles machen kann quasi. Auf großer Menge mit viel Energie natürlich. Holmium.
Die einzige Ressource von Fulgora ist Holmium. Es ist ein sehr seltenes Element im Sonnensystem und Fulgora ist der einzige Planet, auf dem es gefunden werden kann. Leider wussten auch die früheren Bewohner, wie wertvoll es war, so dass es keine zugänglichen Lagerstätten mehr gibt. Allerdings verschwinden seltene Metalle wie diese nicht einfach, nachdem sie abgebaut wurden. Aus den Trümmern und verstreuten Überresten dieser längst vergessenen Zivilisation können Holiumoxide, also Erz, gewonnen werden. Das Erz wird zu einigen Holium-Zwischenprodukten wie Elektrolyten, Supraleitern und Superkondensatoren verarbeitet. Diese neuen Dinge werden dann in die einzigartigen Endprodukten dieses Planeten umgewandelt, zu denen auch das elektromagnetische Wissenschaftspaket gehört. Also das, warum wir eigentlich letztendlich auf dem Planeten wollen. Weil jeder Planet hat ja sein eigenes Wissenschaftspaket am Ende und deswegen geht man ja auch vor allem dahin, um alle zu bekommen. Und ich denke mal, diese Elektrolyten, Supraleitern und auch Superkondensatoren, die werden wahrscheinlich auch für den guten, für diesen krassen Blitzableiter benötigt. Elektromagnetische Anlagen. Oh, Video! Yes! Video! Oh. Diese Maschine kann viele verschiedene Dinge herstellen, ist aber auf die Herstellung von Elektronik und Elektromagneten spezialisiert. Es ist das Äquivalent der Gießerei auf diesem Planeten und wie die Gießerei verändert er das Spiel, wenn man es bekommt. So, genießen wir. Wenn das nicht geil aussieht, weiß ich auch nicht. Also hier quasi die Umwandlung zu den roten Schaltkreisen. Oh, diese Animation. Ein Träumchen. Schöne Nachtwechsel mit Lichtern. Oh, die Blitze und alles. Das fühlt sich sehr, sehr passend an für diesen Planeten. Weil der ja auch hier schon mit dem Gewitter geprägt ist. Und hier jetzt noch mehr Gewitter. Oder noch mehr Blitze. Me gusta, sag ich da mal. Also sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Die elektromagnetische Anlage ist eine 4x4 Maschine mit einer Herstellungsgeschwindigkeit von 2. Einem integrierten Produktivitätsbonus von 50% und 5 Modulsteckplätzen. 5 Stück. Oh mein Gott. Es können Drähte, Schaltkreise, Strommasten, Akkumulatoren, Blitzableiter, Superkondensatoren, das neue Wissenschaftspaket, weitere elektromagnetische Anlagen, verschiedene Tesla-Artikel und ein paar andere Dinge und nicht zuletzt Module hergestellt werden. Man sieht auch, man kann hier auch Flüssigkeiten anschließen. Es kommen auch Flüssigkeiten raus und gehen dann darüber. Erkenne ich, was das gerade war? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, das ist ein neues Item, was hier hergestellt wird. Schweröl vielleicht? Das eingeschmolzene Helium-Gedöns? Das sind die neuen Platten, die man sieht hier. Die hier. Definitiv. Und ich glaube, hier ist noch... Wir lesen mal. Die integrierte Produktivität ist hier wirklich von Bedeutung, da die integrierte Produktivität im Gegensatz zu Produktivitätsmodulen nicht nur auf Zwischenstufen beschränkt ist. Wie Sie wissen, ist die Produktivität dann am erstaunlichsten, wenn sie sich über mehrere Rezeptschritte hinweg vervielfachen. Module der Stufe 3 werden in mehreren Schritten hergestellt, sodass die Durchführung aller Schritte in elektromagnetischen Anlagen die Vorteile noch verstärkt. Qualitätsmodul 3. Fulgora ist auch der Planet, auf dem Sie hochwertige Module 3 freischalten. Wenn Sie die Qualitätsmodule der Stufe 3 mit den 5 Modulsteckplätzen in der elektromagnetischen Anlage sowie der Integrität, Produktivität und den Recyclern zur Beseitigung des Ausschusses kombinieren, wird es plötzlich wirklich praktisch, qualitativ hochwertige Module in Massenproduktion herzustellen. Der Wahnsinn beginnt normalerweise damit, die hochwertigen T3-Qualitätsmodule herzustellen, die man bekommen kann. Hochwertige Qualitätsmodule verleihen neue Qualitätsmodule mehr Qualität. Also drehen wir uns in einem wundervollen Qualitätskarussell, das mit einigen sehr leistungsstarken Maschinen endet, die mit sehr leistungsstarken Qualitätsmodulen vollgestopft sind. Also wir sehen jetzt hier diese Anlage, die hat 5 Qualitätsblau, also Rare, drin und erzeugt halt die Module jetzt selber, je nachdem. Und wir sehen auch hier die Chance wiederum, was rauskommt. Ich finde es interessant, dass das überall 20% ist. Ich hätte erwartet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass normale rauskommen, größer ist wie Legend, aber oh, okay. Von dort aus stellen die Module anderer Art her und im Laufe der Zeit fügen sie allen Dingen, anderen Dingen hinzu, wie Montagemaschinen, Chemieanlagen etc. Denn Wachstum ist die einzige Aktivität, die die Fabrik verdient und das bedeutet nun auch vertikales Wachstum. Aber warten Sie, es gibt noch mehr.
Denken Sie daran, dass Weltraumplattformen noch mehr von Qualität profitieren als Bodenbasen. Raumplattformen sind nach der Power-Rüstung und dem Ausrüstungsraster einer der Hauptschwerpunkte für Qualität. Qualität bedeutet, dass die Plattformen verkleinern können, aber trotzdem die gleiche Leistung erbringen können oder dass sie die gleiche Größe beibehalten und gleichzeitig mehr leisten und schneller vorankommen können. Dies macht Fulgora zu einem weiteren großartigen Option als erste Station nach Nauvis. Wofür wirst du dich entscheiden? Tja, wofür werde ich mich entscheiden? Das kommt natürlich drauf an, weil soweit ich weiß, fehlt da noch ein Planet, liebes Vectorio-Team. Es sollten doch 3 sein, oder? Oder habe ich da was Falsches im Kopf? Habt's mir in die Kommentare, aber ich glaube schon. Abschluss. Dieser Planet ist ein hervorragendes Beispiel dafür, warum die Entwicklung hinter verschlossenen Türen eine gute Idee war. Wir können experimentieren und Entscheidungen treffen, die normalerweise als extrem angesehen würden, wie etwa die Überarbeitung der Funktionsweise eines gesamten Planeten. Dies ermöglicht es uns, einen der sich am häufigsten wiederholten Planeten in einen der neuartigsten zu verwandeln. Da wir überall ähnliche drastische Veränderungen vorgenommen haben, ist die ursprüngliche allgemeine Verzweiflung, die wir zuvor beschrieben haben, längst vorbei. Ich sage nicht, dass jeder die Erweiterung genießen wird, aber jetzt tun wir es zumindest. Das ist eine ziemlich wichtige Voraussetzung für ein gutes Spiel, nicht wahr? Definitiv, ja. Und ich finde das auch, sehr, sehr gut, dass man versucht, so individuell wie möglich diese Planeten zu gestalten. Ich meine, wenn ich jetzt an andere Games denke, wo es das auch gibt, war es meistens, also, und das ist, glaube ich, ein guter Kritikpunkt. Ich sag mal, Stichwort Dyson Sphere, ne? Da hast du deine vielen Planeten, ne? Und du gehst halt von Planet zu Planet, baust die Ressourcen ab, baust wieder die Schmelzen ab, um dann nur wieder einen Teil, was du da herstellst, wieder zurück an den Hauptplaneten zu schicken. Da hat sich das quasi so angefühlt, dass du halt irgendwann auf 10 Planeten warst und 10 Schmelzen aufgebaut hast, 10-mal Erze abbauen und dann ist es immer und immer wieder das Gleiche. Von dem her, das fühlt sich hier schon ganz anders an. Es ist jedes Mal anders, also ob ich jetzt auf Vulkan was baue oder auf Fulgora, es ist eine völlig andere Denkweise. Züge gehen überall, das ist wichtig, klar. Aber trotzdem ist es, boah, also ich befürchte zwar, dass es ein bisschen kompliziert wird am Anfang. Also ich denke mal, dass man am Anfang vielleicht ein bisschen ins Gesicht geschlagen wird, weil das so das erste Mal rumläuft und vielleicht von einem Blitz gegrillt wird. Aber das ist eine sehr, sehr spannende Herausforderung. Ich bin sehr, sehr gespannt. Puh, schreibt mir gerne mal eure Kommentare, was ihr da so von denkt. Findet ihr das eine gute Entscheidung? Also mit dem Recycling? Ich meine, wir haben trotzdem neues Erz noch hinzubekommen. Ein paar Zwischenprodukte sind ja mit dabei. Ich meine, man sieht es ja auch hier, dass der blaue Draht, den kennen wir auch noch nicht. Das ist auch neu. Ja, ich bin einfach nur, ach, wie immer so schön gehypt. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Dabeisein. Ich starte die Rakete. Wenn ihr neu sein solltet, nichts mehr verpassen wollt, einfach ein Abo da lassen. Dann freue ich mich drüber. Ihr freut euch auch drüber. Lasst das Glöckchen da. Dann klingelt es vielleicht auch irgendwann. Haut fleißig was in die Kommentare. Und wenn ihr mal live dabei sein wollt, ne, so ein bisschen auch im Chat schnacken, einfach in die Videobeschreibung runtergehen. Da gibt es einen Link zu Twitch. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ein angenehmes und wunderschönes Wochenende wünsche ich. Bye.